Deswegen, ja. Ich werde mal gucken, wie das so aussieht. Also es wird ein Video. Ich mache ein Video und ja, das ist okay. Ne, dann haue ich auch Lisas zusammen. Und dann, ja. Bevor ich mit dem Kalender anfange, ja, den habe ich vorletztes Jahr, habe ich den von meiner lieben Bastelmanni bekommen. Hat sie mir noch ein paar Kleinigkeiten eingepackt, was ich dann natürlich schon hätte vorher auspacken dürfen, aber nein, ich habe bis heute gewartet. Und ja, da hat sie auf alle Fälle erstmal geschrieben: Hallo Sandra, hier ist nun endlich dein Tausch-Adventskalender. Entschuldige für die. Ach, schlecht verpackt, urteilt da selber. Also ich bin der Meinung, das ist alles andere als schlecht verpackt. Aber es kommt ja nicht auf die Verpackung, sondern auf den Inhalt. Ich hoffe, er wird dir gefallen und du kannst es gebrauchen. Für die Überbrückung bis zum ersten Türchen habe ich dir was draufgelegt. Liebe Grüße, Jutta. Ja, ganz vielen lieben Dank, liebe Jutta. Aber ich habe mir das bis zum ersten aufgehoben. Ja, und auf alle Fälle hat mich dann als erstes angelullt diese wunderschöne Karte. Guckt euch die mal an, wie die funkelt und glitzert und mit frohe Weihnachten. Und ich finde die echt schön. Die ist nicht beschrieben, also außer mit dem. Oh, na, wie kann ich da? Friedlich soll die Weihnacht sein, still und klar die Nacht. Drinnen warmer Kerzenschein, draußen weiße Pracht. Das ist echt schön. Aber die kann ich selber beschreiben. Werde ich natürlich nicht machen. Die wird natürlich da bleiben, wo sie ist. Weil ich finde, das immer ist ein schöner, ja, ein schönes Andenken. Ne, zu meinem Adventskalender. Mag ich sehr gerne. Vielen lieben Dank dafür. Also, wie gesagt, ich packe jetzt erstmal das aus, was nicht Adventskalender ist, sondern was mein Zusatzschmankel war. Dann haben wir eine Tüte in so ganz niedlichen Tütchen. Die sind wirklich alle. Und ich versuche, so gut es geht, zu retten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du hilfst, ich hebe mich auch aus. Auf alle Fälle ist hier erstmal eine Klammer dran, ne? Was niedlich, oder? Wird natürlich auch aufgehoben. Dann hat sie eine Zuckerstange mit eingepackt. Yummy, yummy. Ja, ich stehe auf sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bin ich, ne? Ich mag sowas. Das ist süßes. Ich mag Süßigkeitenpapier. Und sie hat mir einen Einhorn Kuli eingepackt. Und das Schöne ist, den habe ich nicht. Und ich finde ihn so schön. Ich finde ihn echt cool. Der ist schwer, aber ich werde ihn mal aufmachen. Oder von der Verpackung. Ich habe also so eine Art, aber das ist kein Einhorn. So, aber die Tütsche wird ja natürlich auch aufgehoben. Ja, ich bin da so ein Messi in solchen Sachen, ganz furchtbar. Und zwar habe ich den Haufen und ich habe mit denen damals gekommen, mit den Wolken. Und jetzt habe ich den dazu und ich bin mega glücklich. Ja, oh, vielen lieben Dank. Kann man den auch? Oh, der schreibt super. Finde ich toll. Dankeschön. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier eine Verpackung. Und das ist echt toll gemacht. Das ist hier die solche. Wie nennt man diese Schachteln? Auf alle Fälle bin ich auch am Überlegen, ob ich mir das nachher abfimmel. Und wir haben hier drinne. Oh, cool. Das sind so Stanzteile. Oh, Motorrad. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber Flugzeug, Boot, Lokomotive, Auto, Flugzeug. Jungssachen, die sind schön. Die kann ich mit meinem kleinen Neffen verbauen. Wenn die aufgeklebt und dann kann er die verkleben. Dann, und den finde ich echt schön, hat sie mir so eine Schneeflocke eingepackt. Und die Schneeflocke
Die wird bei mir hier im Bastelzimmer an Fenster rankommen. Ich finde die echt schick. Und vor allem so groß und auch vielen lieben Dank dafür auch. Die ist echt schön. Dann geht's weiter. Dann haben wir Vorsicht zerbrechlich. Da ist eine Schneeflocke drauf. Und die versuchen wir natürlich auch nachher zu retten. Und auch wieder in unseren süßen Tütsche. Und da haben wir drinne auch ein Einhorn. Oh, guck mal. Was hast du das denn gemacht? Oh, das ist ja schön. Was ist das? Ist das Ton oder ist das Gips? Aber super, super süß. Ich finde ihn schön. Oh, danke schön. Ja, der ist niedlich. Dann haben wir ein Tütchen, wo auch Vorsicht zerbrechlich steht. Und der hält besser. Was sie da drin haben. Ach Gottchen. Ach, ist das niedlich. Ja, die sind toll. Die hast du echt toll gemacht. Guck mal. Ach, ist das schön. Ja, dann musst du mir mal sagen, was das ist. Ob das Ton ist oder ob das Gips ist, das würde mich interessieren. Dann hat sie mir eine Silikonform mit eingepackt, mit Teddys. Ganz was niedlich Teddys. Ja, bin ich gespannt, weil die haben ja auch dieses. Also die sind hier außen erhaben. Ne, das heißt, die kann man hier noch bemalen und so. Ja, werde ich mal schauen. Da bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich bei dir. Oh, ist aber halt ein Tauschpaket hier. Dann hat sie mir eine Tüte eingepackt. Ja, und die ist aufgegangen. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Und da hat sie drinne. Boah, Naschis. Naschis ohne Ende. Und ich freue mich. Weihnachten und Naschis geht immer. So. Und zwar haben wir hier drinne Petit Soleil. Soleil. Honigprinzen. Also Honigprinzen. Mini Allison glasiert. Wo hast du die denn her? Die kenne ich gar nicht. Dominosteine. Nochmal Honigprinzen mit Vollmilchschokoladen und Mandeln. Lebkuchen. Hier haben wir Honiglebkuchen. Und ein Tafelschoki. Oh, danke schön. Yummy, yummy. Ja, kommt auf den Weihnachtsteller. Dann hat sie mir gebastelt, so eine richtig süße Verpackung. Mit einem Klettverschluss. Ich finde die so toll. Oh, die kommt natürlich auch hier hin. Die hänge ich mir hier an meine Kette ran oder so. War schon süß, ne? Da sind auch Naschis drin. Oh, ich liebe Weihnachten. Also die Vorweihnachtszeit finde ich echt toll. Also es fängt super an. Da haben wir dann auch nochmal Lebkuchen. Aber die kenne ich überhaupt nicht. Allison, Mini Allison. Ich habe keine Ahnung, was Allison sind. Und nochmal Dominosteine. Das ist mein Schmankerl quasi, was ich vorab hätte schon auspacken können. Aber nein, da sind wir eisern. Und das räume ich jetzt mal ein bisschen beiseite, ihr Lieben. Also da bedanke ich mich recht herzlich für die ganz tollen Geschenke. Und jetzt kommt es. Da ist die Nummer 1. Ja, da bin ich ganz doll gespannt, was da drin ist. Auf alle Fälle hat sie das gut festgeknotet. Tada! So, machen wir mal das erste auf. Es klötert nicht.
Aber so wie es aussieht, muss ich das Band lösen. Aber es hat sie auch echt toll gemacht, ne? Na, oh, es wird natürlich auch aufgehoben, das Band. Aber guck mal, auch so mit der Bordüre hier. Finde ich echt toll. Gibt es hier einen Eingang? Ja. Und zwar haben wir drin. Oh, kommst du raus, kommst du raus. Und hier haben wir von Tesa ein Tesa-Film, Washi-Tape. Mit Wimpeln. Cool. Das ist echt toll. Geburtstags-Washi. Halt mal ganz kurz. Oh cool. Nee, hab ich nicht. Ich dachte. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Dann wollte ich das mitnehmen. Da ist mal wieder siebten Sinn gehabt. Also hier da ganz toll. Ich habe das schon gesehen und ich wollte das mitnehmen. Aber habe gedacht, nein, kannst ja auch nicht alles immer mitnehmen. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Oh, vielen lieben Dank. Wie viel haben wir denn da drauf? Könnt ihr das sehen? Auf alle Fälle reichlich. Es ist definitiv reichlich drauf. Nee, leider nicht. Kann ich euch leider nicht sagen, wie viel hier drauf sind. Aber ich bedanke mich ganz, ganz, ganz recht herzlich bei dir. Nun das Türchen Nummer 2. Also das, nicht das Türchen Nummer 2, sondern das Paket vom 1. Dezember. Da wird natürlich das Band auch aufgehoben. Ich finde das ja gut, dass du so umweltbewusst gedacht hast. Kann man natürlich auch noch benutzen. Und da geht es hier auf. Und den werde ich mir natürlich auch abfriemeln. Und die Schachteln, die werde ich dann anderweitig wieder benutzen. Ist ja ganz klar, ne? So, Moment. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir mehrere Sachen drin, ne? So, Moment. So, erst kommst du, dann kommst du. Aber die ist echt toll. Ja, die werde ich auch weiter benutzen. Und hier haben wir auch ganz toll. Und zwar sind das so fette Büroklammern. Sagt man das dazu? Ja. Oh, die sind echt toll. Wo hast du die denn her? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach nee, Jutta, ich glaube, wir müssen uns beide mal in Ruhe unterhalten. Die sind echt cool. Die mag ich. Vielen lieben Dank. Sowas habe ich gar nicht. Und wir haben hier. Butinette. Ich habe noch nie bei Butinette bestellt. Und ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Aber wir machen das mal auf. Da steht auch nichts drauf. Doch, ein Perlenlöffel. Wow. Ja, gut, dass du das Schild dran gelassen hast. Ach, geil. Das Schild muss auch dran bleiben. Sonst vergesse ich, was das ist. Oh geil, also es gibt Sachen. Ich wusste noch nie, dass es sowas gibt. Oh Gott, ich wohne echt unter dem Stein, ey. So, das muss ich jetzt erstmal hier so dran machen. Das Ding darf diese Tüte auch nicht verlassen. Boah, ich muss mir das aber angucken. Ein Perlenlöffel. Ach, das ist ja der Knaller. Boah, Hammer. Vom Butinette. Kennt ihr den Laden? Ich kenne den nicht. Ich habe da noch nie mit zu tun gehabt. Das ist ja der Knaller. Ich habe da noch keine Erfahrung. Habt ihr schon Erfahrung gemacht damit? Also mit Butinette? Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie die so sind. Oh, aber cool. Guckt mal. Ja, das ist ja wohl mein Verstand. Habe ich jetzt keine Perlen hier? Ich will das ausprobieren. Das ist so geil. Ich habe so. Oh, ich habe noch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Das ist cool. Jutta, vielen lieben Dank. Boah, also das fängt ja hier schon gut an. Boah, ich bin platt. Geil, ich bin begeistert. Ah, sehr schön. Jutta, meine Liebe, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es gibt ja noch 23 weitere. Ja, ihr Lieben.
haben dann einen guten Start hingelegt. Ja, ihr wisst ja immer, wenn ich am Quatschen bin, muss ich was zu tun haben. Ich kann keine Finger stillhalten. Also, wir haben hier einen Top-Start hingelegt, ne? Also erstmal die hier, die sind wow, stabil, groß, Hammer. Und geil, komm mal auf so eine Idee. Finde ich mega. Also, super Start, das war der 1. Dezember. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen beim zweiten. Bis dann. Tschüssi.